Digitaler Sehstress heißt ein Phänomen, das durch intensive Nutzung von Laptops, iPhones, Tablets und Co. entsteht. Wie lange sitzen Sie so beruflich am Computer? Eigentlich täglich so ab 9 Uhr bis spät in den Abend hinein. Welche Probleme tauchen auf? Frühmorgens kann man gut gucken, im Laufe des Tages braucht man dann eine Gleitsichtbrille oder spätabends dann eine Lesebrille und wieder eine Gleitsichtbrille, alles durcheinander. Also das Problem der trockenen Augen, was viele Leute haben, habe ich nicht, da ich zwischendurch oftmals nach draußen gehe, an die frische Luft, ich laufe in der Wohnung herum, ich suche meine Brille. Und wisst ihr, warum ich so viele Brillen habe? Weil ich sie permanent verkrose. Unter dem Stapeln, irgendwo in der Wohnung. Ich brauche ganz viele Brillen, damit ich immer eine wiederfinden kann. Hat sie eigentlich schon mal einen Augenoptiker auf eine spezielle Computerbrille angesprochen? Schon, aber ich möchte sie nicht, weil dann suche ich noch eine Brille. Danke.